Ja, und damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play von der Zockercrew. Ja, ich weiß, es ist lange her, dass was kam und ich habe immer noch kein besseres Internet als vorher. Das ist eigentlich der einzige Grund dafür. Und ja, ich könnte euch auch während dem Let's Play erklären, warum ich noch kein besseres Internet habe, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir fangen jetzt erstmal an. Mist, jetzt habe ich schon. Moment, ich gehe gleich in die Controller-Steuerung über. Ich habe an meinen PC einen Xbox-Controller angeschlossen. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass sich so ein Spiel wie Assassin's Creed deutlich besser mit einem Controller zocken lässt. Aber ja, für die Leute, die Assassin's Creed kennen, ist ja jetzt schon ein etwas älteres Spiel. Die Grafik ist natürlich immer noch geil. Die wissen ja jetzt, dass jetzt erstmal ein bisschen was an Infomaterial kommt und dass man die Story auch nicht von Anfang an checkt und so. Aber auf jeden Fall kommt jetzt erstmal so ein bisschen abgefuckte Scheiße, die nicht unbedingt jeder verstehen muss, der Assassin's Creed jetzt noch nicht kennt. Okay, dann würde ich mal sagen, stelle ich mich mal auf Stumm. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrenzeit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach hinten war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und die Erkenntnis nährt. Mir das Land. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Deshalb versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meinen Stil. Erkennen Sie das nicht, was Sie sehen, real ist? Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Mister. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, wir werden jetzt versuchen, uns daraus zu holen. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen! Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit.
Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich Ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Tja, der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Also auf Deutsch ist es die Lebensanzeige. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Das ist jetzt halt doof am Anfang vom Spiel. Ich kann da nicht wirklich viel reden, weil mir das Spiel die ganze Zeit dazwischen redet. Mann. Ja, was ja. Zack, umsehen. Das braucht man eigentlich so gut wie nie in dem Spiel, aber... ja. Gut. Leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass sie ihre Krüge fallen lassen.
Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Geht doch. Das braucht man eigentlich auch so gut wie nie. Gut gemacht. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Exzellent. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Ja. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Hahaha, du Sack. Gut. Das hast du davon. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Ja. Fick dich, Mann. Gut gemacht. Yeah. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände. Oh ja, dieses Tutorial ist so spannend. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Man kann es aber leider nicht überspringen. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Unauffällig. Wie ging das noch? Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Oh. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Ja, ist ja gut. Trollololol. Die KI. Die brillante KI. Ich stehe direkt daneben, aber naja, gut. Das ist halt die KI in Assassin's Creed, ne? Ja, und weiter. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Oh mein Gott. Provozieren Sie den Soldaten. Wichse. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Alter, warum rennt er denn nicht? Also, da ging das. So, und dann wieder in den... Ja. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Alter, ihr kennt ja wirklich jeden kleinen Scheiß. Zu verstecken. Ja, ist gut. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Wo kann er wohl hin sein? Gut gemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Keine Angst, nur noch 4 Lebenspunkte. Nur noch 4 Lebenspunkte, dann haben wir das Tutorial durch. Füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Ah, der Klassiker. Und diese komischen Gärten, die total schlecht sind als Versteck, aber ja, egal. Ja, okay, ist gut. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen.
Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich bin Gelehrter. Ich bin Gelehrter. Ich bin Gelehrter. Ich bin Gelehrter. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Geil. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Das ist teilweise echt nützlich. Gut gemacht. Aber auch nur teilweise, wenn man halt so eine Zielperson sucht, so eine goldene. Was war gelb? Achso, blau war Verbündete, okay. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Ja. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Ja. Also das regeneriert sich von selbst. Erfolgreich beendet. Uhu. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Aber ja, das erkläre ich am besten gleich generell, wenn mehr Zeit ist, weil wie gesagt, ich werde am Anfang von diesem LP nicht oft zum Reden kommen. Weg geben. Er muss nicht sterben. Verdammter Bürostuhl. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück, Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und die Bildstörung ist auch so sinnlos. Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Mich. Alter, ihr seid eigentlich voll das selbstgerechte Arschloch, aber irgendwie ist er cooler als Connor im dritten Teil, also von daher. Ja, gut. Achso. Bevor es jetzt weitergeht, erkläre ich jetzt erstmal, also ich werde am Anfang von diesem LP nicht oft zum Reden kommen, weil es wirklich verdammt oft so ist, dass man irgendwie, dass irgendwie eine Zwischensequenz kommt, dass irgendwas Wichtiges gelabert wird oder sonst irgendwas. Es ist ab dem späteren Teil vom Spiel, wo man dann eher zum Spielen kommt. Das ist auch das große Problem von dem Spiel. Erstens mal die Eintönigkeit und zweitens, dass es wirklich so lange braucht, bis man endlich mal richtig in das Spiel reinkommt, weil einfach sau viel in diesem Spiel einfach nur aus Zwischensequenzen besteht und halt diese Stellen in der echten Welt, die könnten halt teilweise echt langweilig werden. Da muss ich halt mal gucken, wie ich das irgendwie überbrücke. Aber ja, das ist jetzt ein Templer, den darf ich auch rumbringen. Wow, geil. Oh ja, Ziel erfassen. Ziel erfassen braucht man eigentlich selten. Meistens macht er es automatisch, aber manchmal will man halt einen bestimmten Gegner töten zuerst, weil man eine Gruppe so taktisch klüger ausschalten kann und dann tut man es halt so mal. So. Dort! Das muss der Schrein sein. Nein. Wo denn? Doch nicht. Die Bundeslinie. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte.
Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Also am Anfang vom Spiel ist Alter eh wirklich ein arroganter Wichser, aber das wird noch ein bisschen besser. Also eigentlich ist das voll die schwache Gruppe von Templern. Ich weiß nicht, warum die es sowieso nicht hinkriegen. Ne, ist auch egal. Ach ne, warte. Die Sprintentaste. Ich muss mich dran gewöhnen, an der PS3 war die Sprintentaste woanders. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Voll dämlich.